Morgen. Hallo, guten Morgen. Heute steht mal wieder eine Rheinsteig-Etappe an, und zwar die dritte Etappe auf dem Rheinsteig. Von Bad Honnef geht es heute nach Linz. Wir haben am Bahnhof in Bad Honnef geparkt, sind jetzt auf dem Zuweg gelaufen, 2,6 Kilometer bis hier hoch. Es ging mal ordentlich schon den Berg hoch, wir sind schon mal eingeschwitzt. Das sind heute 18,6 Kilometer bis nach Linz. Und 620 Höhenmeter rauf und 670 runter. Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen. Die Tour ist mit 6 Stunden veranschlagt. Höhepunkte wird sein, die eine der schönsten Aussichten auch. Und zwar soll das auf die Erbelerlei gehen. Da hat man dann einen Blick runter auf den Rhein und die Brücke von Remagen. Aber das werdet ihr ja dann noch sehen. Und wir natürlich auch. Und viel Spaß beim Mitlaufen. Das war keine Eiche, was für eine. Ein Wasserfall. Die Kaskade im Hennerbachtal. Das ist der alte Mühlenbach, der den Wasserfall speist. Vom Wasserfall aus geht es jetzt mal eine richtige Rampe hier hoch.
Liebe Leute, groß und klein, bitte steckt ein Hölzlein rein. Aha. Man soll hier ein Hölzlein beistecken. Die wollen hier was bauen. Hier ist doch schon was. Kann man das mal von oben sehen, in 15 oder 20 Jahren, wenn wir mal wiederkommen, dann ist das Ding hier geschlossen. Und so langsam bekommen wir Wetter. Ich glaube, gleich regnet es ganz gewaltig. Regnet jetzt in Strömen. Jetzt haben wir die Regenklamotten angezogen und jetzt hat es aufgehört. So wie es immer ist. Dabei haben wir von da drüben aus gesehen, dass der Mats Regen unterwegs ist. Das hat auch angefangen schon. Hat aber sofort wieder aufgehört. Mal gucken, wie lang. Ist wie immer. Ist wie immer. Das ist, wenn diese Wege hier in so uralten Rinnen langlaufen, dann muss man hier durch einen halben Meter hohen Batsch. Das ist ja nicht so schön. Ich gehe jetzt aber nach rechts. Ja, das ist schon Sauerei hier, das muss man schon sagen. Jetzt hier hoch. Ai, ui, ai. So eine Sauerei sind wir noch nicht reingerutscht. Das ist wirklich eine Sauerei hier. Renn in den Batsch. Scheißegal. Eine kleine Wegversperrung hier. Jetzt wird es nicht nur matschig, jetzt liegen hier auch noch Bäume. Lecker. Meine Schuhe sehen schlimmer aus. Das stimmt doch gar nicht. Nur nachdem wir die Jacken angezogen haben, haben wir 5 Minuten später sie wieder ausgezogen, weil es zu warm wurde. 2 Minuten später fängt es wieder an zu tröpfeln. Jetzt laufen wir so erstmal weiter. Muss man sich ja richtig klein machen. Die Sonne scheint und es regnet. Das war nicht zu wenig. Aber wenn wir jetzt die Regenklamotten anziehen, dann ist uns auch von innen nass. Geht so steil berghoch hier. Keine Chance. Muss man durch. Genau. Wir sind hier in Erpel. Mit schönem Sitzplatz. Und hier geht's weiter. Richtig frische Eier. Eier gibt es ja auch. Honigwahrheit gab es hier schon. Dann gab es eine Rheinsteigrast mit Kühlschrank draußen. Kann man sich bedienen. Jetzt geht es hier durch die Hinterhöfe weiter. Hier gibt es kleine Mini-Ponys, die sind noch nicht immer so hoch wie der Zaun. So ein knapper Meter. Thank you.
Jetzt sind wir an der Erbelerlei angekommen, ein Aussichtspunkt. Ja, hier ist so ein richtiger Hotspot, hier gibt es auch Bewirtschaftung und hier wird sogar gecampt mit allem drum und dran. Ein Zelt steht da auch, sehe ich gerade. Da drüben sieht man auch da das Laboratorium, da. Das Kuppel weiß. Da. Diese technische Dings da. Genau, das ist die Apollinariskirche, ne? Ja. Das ist Rehmarken. Ja, ist gut. Und sieht man die Reste der Brücke von Rehmagen. Das erinnert mich nun auch schon gewesen. Nach unserer Tour, wo wir diese Apollinaris-Runde gemacht haben. Da unten, wo die Schirme sind, haben wir auch schon gesessen. Ja. Nee, das weiß ich schon gar nicht mehr. Doch, da haben wir Eis gegessen. Das war, glaube ich, lecker. Campingplatz mit Schwimmbad. Touri Hotspot Erbelerlei haben wir ganz schnell wieder verlassen. Da kommt man mit dem Auto hin, das ist halt eben schlecht. Ne? Ja. Überall, wo man mit dem Auto hinkommt, mit dem Lift hinkommt, naja, dementsprechend ist auch das Publikum. Ja, auf der Erbelerlei, da gab es wohl mal Versorgung, gibt es aber nichts mehr, ist alles zu. Ja. Da hatten wir uns auf einen Kaffee gefreut oder auf einen Radler. Ja, jetzt müssen wir noch weitergehen bis nach Linz. Ne? Gibt nichts. Heute gibt's nichts. Gehen wir leer aus, keine Einkehr. Bei 18,5 Kilometer, obwohl jetzt haben wir bestimmt schon bald. Ja, die haben wir bestimmt schon bald. Und wir sind ja noch ein bisschen weitergelaufen. Ja. Mal gucken mal, was uns in Linz erwartet dann. Wo? Wir sind aber gut unterwegs, ne? Jo. Jetzt sind wir in 34, das Kreuz. Wir sind jetzt in Kasbach. Das ist das Viadukt der Kasbachtalbahn. Jetzt geht es noch mal richtig hoch hier. Hier ist es so steil, so schief kann ich die Kamera gar nicht halten. Es ist ja hier im 45-Grad-Winkel geht es hier hoch. Oh ja. Ich gehe mal hier rein. Dass eine Bank sein soll. Ja. Kinderstube von Tausenden von Mückenlarven. Sprich Stechmücken. Mal rein. Nee. Ach so, du meinst den Schatz der Nibelungen vielleicht? Das wäre aber wenig. So groß war das Loch ja auch nicht. Wir sind immer noch auf der Suche übrigens.
wenn wir hier am Rhein sind, halten wir mal Ausschau. Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, noch lange nicht. Ach, endlich hat es uns doch richtig erwischt. Kommt auch unsere Regenwindel zum Einsatz. Uns hat es wieder mal erwischt. So, auf den letzten Kilometer, ne? Noch 3 Kilometer. Nicht ganz mehr. Ja, wir haben uns jetzt gerade mal unter den Haselnuss hier drunter gestellt. In der Hoffnung, wir kriegen nicht allzu viel ab. Wir warten jetzt mal ab. Wow. Momentan platscht es ohne Ende. Warten wir mal einen Moment hier. Es wird weniger im Regen. Ja, total verfallen hier die Bude. Ja, schick, schick. Birkenstock-Grub. Mhm. Ah, das Ganze ist die Burg Ockenfels. Wir kommen jetzt nach Linz am Rhein. So ihr Lieben, wir sind fertig mit unserer Tour heute. Wir sind wieder am Bahnhof in Bad Honnef angekommen. Wir haben aber jetzt, wir sind mal 2 Kilometer weiter gefahren. Wir stehen irgendwo auf dem Wanderparkplatz. An dem Bahnhof ist es zu laut. Es ist Straßenverkehr, aber das macht ja keinen Sinn. Ja, die Tour war in Ordnung. Ja, die Tour war gut. Der Anfang war nicht so schön. Bis Bad Honnef durch und bis wir erstmal auf dem Rheinsteig waren. Ja, der Schotterweg da hoch, die ersten 2,5 Kilometer. Hat ein bisschen gedauert und bis wir dann ja ging es zum breiten Schotterweg, das seht ihr ja dann im Video. Und das war nicht so schön, das war so eine Waldautobahn. Es hat sich ein bisschen gezogen, es ging ja nur berghoch da. Aber dann wurde es richtig schön nachher. Durch tolle Wälder, immer einen Bach nebendran, mit viel Wasser. Durch den vielen Regen ist da natürlich auch viel Wasser überall in den Wäldern, im Bach und so. Doch, war schon eine schöne Tour. Es war ein bisschen matschig, aber es gehört dazu. Ne? Nee, insgesamt ja. Ja, waren es jetzt, ich weiß nicht, 22, ja. 23 sind wir ungefähr gelaufen. Mit Zuweg und wieder zurück dann runter nach Linz, das ja. Kommt ja auch noch immer dazu. Genau, kann man schon mal gehen. Ja, war okay. Ne? Ja. So auf die ersten 200 Kilometer. Gut, dann das war's. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.